So, Leute, wie versprochen, das ist der zweite Teil zu den Patch Notes, so gesehen. Hier geht es eher um die Rankdown-Tickets. Das habe ich jetzt gesondert in dem zweiten Teil gemacht, weil eben sobald der Patch kommt, wird euch nur noch das interessieren und nicht mehr, was verändert wurde. Das wisst ihr dann. Was es jetzt hier zu sagen gilt, es gibt verschiedene Kategorien. Also das müsst ihr quasi so ein bisschen wie eine Belohnung ansehen. Und es gibt Hero-Ratings. Die könnt ihr sehen, wenn ihr auf euer Profil drückt, oben, wenn ihr auf euer Bild drückt, also auf euren stärksten Champion ist das immer. Oder ich den stärksten, aber der mit der höchsten PI. Und wenn ihr da draufklickt, dann seht ihr eure Gesamtwertung, euer Hero Rating. Und da steht eine Zahl dabei, dann wisst ihr, okay, ich bin 0 bis 2000, 2000 bis 5000, 5000 bis 15, 15 bis 30, 30 bis 75. Ich habe keine Ahnung, wo meine Zuschauer ehrlich gesagt in diesem Rating sich aufhalten. Es wäre vielleicht ganz nice, wenn der ein oder andere da mal was unter mein Video schreibt, dass ich weiß ungefähr, in welchem Bereich meine Zuschauer sind. Dann kann ich den Content, den ich liefere, auch ein bisschen anpassen. Ich nehme an, es wird sich um den Bereich hier 15 bis X handeln. Also ich glaube nicht wirklich, dass ich viele habe, die darunter sind. Und hier gilt natürlich zu sagen, wenn ihr 75er Tausende Rating habt, dann kriegt ihr die maximale Belohnung so gesehen, wenn man es als Belohnung bezeichnen will. Oder die maximale Wiedergutmachung von Kabam. Und die gehen wir jetzt mal ganz kurz durch. Ich gehe sie ganz ausführlich hier bei diesem Beispiel durch, weil alles, was hier steht, quasi hier oben adaptiert werden kann. Danach gehe ich ganz kurz drüber. Ihr werdet sehen, bei den kleineren Rankings ist ein bisschen weniger, was man bekommt. Was ja auch verständlich ist. Ne? Die haben ja auch theoretisch weniger, wo sie wieder gut machen müssen. Jetzt werden all die Leute bestraft, die ihre 2- und 3-Sterne-Champions immer verkauft haben. Ich habe euch immer gesagt, tut es nicht. Ja, ich hoffe, die trifft es nicht allzu hart. Auf jeden Fall haben wir hier 1500 4-Sterne-Crystal-Shards. Das ist schon mal ganz gut. Das ist fast ein kompletter 4-Sterne-Champion. Das ist okay. Da hätten sie eigentlich bei dem Rating auch einen kompletten raushauen können. Aber egal, besser als nichts. Dann einmal ein 3-Sterne-Awakening-Gem, also das heißt, er ist generisch, das heißt, ihr könnt ihn auf jede Klasse benutzen, die ihr wollt, damit könnt ihr die Spezialfähigkeit von diesem 3-Sterne-Champion erwecken. Ist jetzt für alle Leute, die sich in diesem Bereich aufhalten, eher nicht so relevant. Dann hier einmal den 4-Sterne-Awakening-Gem, auch generisch, der ist natürlich Hammer, also manche spielen Akt 4 einfach nur durch, um den zu bekommen. Der ist super. Also das ist echt nice von Kabam, dass sie den raushauen. Dann kriegen die Leute hier nochmal zusätzlich ein 4-Sterne-Awakening-Gem-Crystal. Das heißt, da ist dann nochmal ein Awakening-Gem drin, spezifisch für eine der 6 Klassen, die es halt gibt. Auch nice. Dann 30 mal 3 Star Signature Stone Crystals. Das bedeutet, das sind 30 Kristalle, in denen sind Fähigkeiten um 1 erhöhen drin für alle 6 Klassen. Also random verteilt halt. Das gleiche kriegt ihr für die 4-Sterne-Champion und zwar 40 Stück. Hier ist das erste, wo ich denke, ich muss vielleicht was dazu sagen. Die 40 Stück sind vielleicht ein bisschen zu wenig, finde ich. Weil tatsächlich ist ja dieses Paket dazu gedacht, wieder gut zu machen oder zu entschädigen für das, was jetzt genervt wird. Und das Problem ist jetzt, nehmen wir jetzt mal an, im allerschlimmsten Fall hat jemand eine Black Widow bekommen und zwar eine Stunde bevor dieser Post von Kabam rausgehauen wurde. Und er hat jetzt über 2 Jahre lang seine Signature Stones gesammelt für Talent. Dass er wusste, okay, sobald ich meine Black Widow krieg, mache ich die auf 99. Und jetzt hat er sie gekriegt, er weckt sie und haut da 98 Signature Stones rein. Und eine Stunde später kommt die Nachricht, dass Black Widow so gesehen nutzlos oder schwächer wird. Das ist natürlich extrem frustrierend für solche Leute. Und auch ich habe jetzt in meine Scarlet Witch, in mein Star-Lord, in mein Thor und in meine Black Widow alle Signature Stones, die ich generisch hatte und die ich von diesen jeweiligen Klassen hatte, reingehauen. Und die sind jetzt quasi alle so ein bisschen weit gewastet oder verschwendet geworden. Das ist okay. Ich habe meinen Nutzen aus denen gezogen über die Zeit, von der Black Widow vielleicht noch nicht so ganz, deswegen habe ich auch gerade das Black Widow-Beispiel wahrscheinlich gemacht, so unterbewusst. Aber jetzt Scarlet Witch, da hat sich's rentiert, mit der habe ich viel gemacht, mit meinem Star-Lord eigentlich auch. Und mit meinem Thor, den habe ich gar nicht so hoch, also den habe ich nur auf, glaube ich, 39 oder so. Deswegen ist es okay, es ist okay, aber trotzdem schade. Deutlich mehr als 40 hätte ich auf jeden Fall eigentlich erwartet für Leute, die in so einem Rating sind, oder? Vielleicht dieses Rating hier auch noch ein bisschen ausgebaut, weil
Also meine Champion-Wertung ist 348.000, also bin da gut über dem Vierfachen von dem Wert, den man bräuchte. Aber ja, will mich nicht beschweren, die 40 Steine sind auch gut, ist die alten gingen ja dadurch nicht verloren, sie sind einfach nur auf Charakteren, wo ich sie nicht so gern sehe. Dann kriegen wir 10-mal 5 Sterne Signature Stone Crystals. It's nice to have. Hab nicht das Gefühl, dass es notwendig wäre, dass sie die raushauen, weil keine dieser OP-Champions es als 5-Sterne-Charakter wirklich gibt. Deswegen, also es gibt nur den Star-Lord, aber auf Star-Lord wird immer noch nützlich sein, deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich notwendig ist, aber ist natürlich nice. Nehmen wir mit. Dann gibt es dreimal Mastery Point Recovery. Das kriegen alle, egal welcher Rang. Und das heißt einfach nur, dass ihr eure Meisterschaften dreimal zurücksetzen könnt. Aber immer nur ein Baum. Es gibt ja drei Bäume. Angriff, Abwehr und Utility. Nutzen heißt es, glaube ich, auf Deutsch, genau. Und ihr braucht quasi für jeden Baum einer dieser Steine. Das heißt, ihr könnt einmal die komplette Mastery zurücksetzen. Achtung, beim Neuskillen müsst ihr wieder minimal, wirklich minimal, aber ihr müsst Units ausgeben, um die Fähigkeiten wieder zu lernen, die früher auch Units gekostet haben. Ihr müsst keine Carbonkerne und so einen Scheiß kaufen, aber ihr braucht Units, so ein bisschen. Aufpassen dann. Und dann kommen wir jetzt zu dem, um das es eigentlich hauptsächlich geht. Das sind mal 8-mal generische 3-Sterne Rank-Down-Tickets. Und ein Rank-Down-Ticket macht jetzt Folgendes. Das senkt das Level von eurem Charakter, auf den ihr es anwendet, um 1. Das heißt, bei einem 3-Sterne-Champion, wenn er auf Rang 4 ist, bringt ihr ihn auf Level 3. Wenn er auf Level 3 ist, bringt ihr ihn auf Level 2. Wenn er auf 2 ist, auf 1. Und bei einem Rankdown-Ticket kriegt ihr ja alle Ressourcen wieder raus. Ihr kriegt alles Gold wieder raus. Also mit Ressourcen meine ich die Katalysatoren. Und ihr bekommt alle ISOs wieder raus. Das heißt, alles, was ihr benutzt habt, kriegt ihr wieder zurück. Quasi so nach dem Motto: Okay, du hast dein Zeug da reingesteckt, den Champion haben wir jetzt kaputt gemacht. Jetzt kriegst du dein Zeug wieder zurück, zumindest von einem Level, und kannst es woanders reinstecken. Finde ich so gesehen eigentlich ein fairer Zug. Bei den 3-Sterne-Champions ist es jetzt bei diesen Leuten, die da sind, nicht nötig, würde ich behaupten. Ist natürlich trotzdem nice to have. Damit kann man im Level-Up-Event natürlich ein bisschen mehr punkten, ne? Weil man dann natürlich 8-mal so viele Leute hochranken kann. Ich werde es auch nur dafür benutzen, ganz ehrlich, weil ich bin gerade dabei, all meine 3 Sterne auf Max zu bringen und es macht keinen Sinn. Ich sage dann nicht, oh nein, ich wollte doch lieber den auf Max haben. Und ich denke, das wird vielen hier so gehen. Dann kriegen wir 9-mal generische 4-Star-Rank-Down-Tickets und das finde ich, das sind recht viele. Also nehmen wir an, ihr habt sie auf 550. Ich denke, der größte Effekt hat es wirklich nur, wenn ihr sie von dem 550-Level auf 440 runterbringt. Ob ihr danach wirklich ihn noch weiter runter ranken wollt, müsst ihr wissen. Weil man hat halt nur 9. Gut, je weiter ihr unten seid, desto, oder je, was heißt unten, je weniger Champions ihr habt, desto weniger braucht ihr theoretisch auch davon, ne? Ganz klar sind eben, dass die 4 großen Champions, die quasi verändert werden. Damit könnt ihr damit locker bei jedem 2 Level wieder runternehmen und ich würde euch eh nur vorschlagen, 1 maximal runterzunehmen. Finde ich so gesehen fair. So kriegt ihr eure Basics wieder und eure Class Catalyst T4. Also bei mir wird es wahrscheinlich so aussehen, ich werde ziemlich sicher meine Scarlet Witch 1 runterranken und dann mein Dormammu 5 Sterne auf Rang 3 bringen. Und vielleicht, wenn ich Bock habe, bringe ich sogar meinen Mordo runter. Nicht, weil Mordo schlecht ist, sondern einfach nur, dass ich meinen Dormammu auf Rang 4 bringen kann, meinen 5-Sterne-Dormammu. Mein Prestige dadurch extrem nach oben schießt. Und ich dann einfach, sobald ich den letzten mystischen Class Catalyst bekomme, den Mordo dann wieder hochbringen. Das muss ich schauen, das weiß ich jetzt noch nicht. Und dann kriegt ihr noch 5-mal generische 5-Star-Rank-Down-Tickets. Bei denen sehe ich eigentlich kein Problem, aber ich sehe so ein bisschen Nachteil für alle niedrigen Leute und ich bezeichne mich jetzt in dieser Situation auch als niedriger. Und zwar alle Top-Allianzen. Also die sind in der Lage natürlich dann, sie haben halt früher gespielt. Gut, ist ja gutes Recht, ne? Sie sind länger dabei vielleicht. Haben ihren Iron Man gekriegt und haben sich gesagt, so, jetzt habe ich die Ressourcen gesammelt, jetzt bringe ich meinen Iron Man auf 5 Sterne, Rang 4. Bats, haben sie das gemacht, ne? Ist gut. Jetzt merken sie später irgendwann, es gibt diese gefeatureten Champions, es gibt viel stärkere Champions als diesen Iron Man. Und diesen auch Technik. Jetzt bräuchte ich eigentlich meine Class Catalysts wieder.
Kann ich aber nicht machen. Und wenn sie jetzt diese fünf generischen Dinge rausbekommen, dann können die Leute theoretisch zwei bis drei Champions, sind sie in der Lage, wo sie auf Rang 4 haben bei 5 Sterne, zurückzusetzen und dafür neue Gefeaturete mit einem extrem höheren Prestige und PI hochzuleveln. Dadurch gibt es einen gigantischen Prestigeanstieg, sag ich, bei den Top-Leuten. Also Prestige sehen wir nicht als normale User, wir sehen nur die Gesamtwertung, die bleibt nahezu gleich. Aber das Prestige ist charakterabhängig und die werden da hochgehen. Und das bringt ihnen so gesehen nicht direkt viel persönlich. Aber ihre Allianz hat dadurch schwere Allianz-Quests und mit schweren Allianz-Quests kriegen sie mehr Punkte, schließen besser ab, kommen in einen höheren Rang und mit einem höheren Rang kriegen sie bessere Belohnung. Das heißt, die Reichen bleiben reich und werden noch reicher. Ist okay, aber ich sehe einfach nur da so ein bisschen das Problem. Also Leute, die sich halt jetzt gesagt haben, hier, hey, ich behandle das wie mein Goldschatz. Also ich jetzt zum Beispiel auch, ich habe meine Ressourcen, damit ich einen 5-Sterne-Champion auf Rang 4 bringe, nicht angerührt, weil ich keinen Champion bis jetzt hatte, wo ich gesagt habe, der ist wert. Und ich habe nicht einfach gesagt, okay, ich nehme jetzt meinen Black Panther, weil ich ihn habe und dupliziert habe. Aber ich habe mir gesagt, nee, ich finde ihn nicht so toll. Also vom Design her, ich will das nicht als Profilbild haben und auch sonst, diese Blutung ist nicht gegen jeden Champion gut. Ich warte, bis ich was Cooles krieg. Und hätte ich mein Black Panther hochgebracht, hätte ich jetzt natürlich einen richtig mächtigen Charakter gehabt die ganze Zeit. Ich hätte ein ewig hohes Prestige gehabt über die Zeit und könnte ihn jetzt downranken und an alles andere wieder hochbringen. Ja, habe ich jetzt nicht gemacht. Weiß ich nicht. Vielleicht, wenn ich ganz mutig bin, dann ranke ich auch meine Black Widow ab um 1. Dann ranke ich den. Dann muss ich sie um 1. Ja, dann ranke ich meinen Black Panther auf Rang 4 hoch. Dann spiele ich mit ihm. Guck, wie er auf Rang 4 wäre. Und dann ranke ich ihn wieder down und ranke wieder die Black Widow ab. Ich muss mal schauen, ob ich das mache. Aber ich weiß sonst nicht, was ich groß mit diesen Rankdown-Tickets mache. Also ich brauche ein paar, brauche ich wirklich, um Charaktere wirklich wieder auszuschalten. Wie zum Beispiel Wolverine. Der hat jetzt gar keinen Nutzen mehr. Den habe ich nur in der Defense benutzt. Dafür wieder abgeschwächt. Brauche ich nicht mehr. Ja, den werde ich auf jeden Fall downranken. Und meine Scarlet Witch. Die werde ich erst nochmal testen, um ganz sicher zu sein, aber die wird sicher gedownrankt, weil die Werte sind so schlecht mittlerweile. Ja. Jetzt, wann macht ihr das? Es steht auch hier in diesen ganzen Announcements, irgendwo steht drin, dass es ein spezielles Level-Up-Event geben wird mit doppelten Belohnungen. Da werdet ihr sicher auch in-game. Hier steht es gerade. Es wird Special-Level-Up-Events geben an speziellen Tagen oder über den ganzen März. Das ist hier nicht ganz so schlüssig für mich gerade. Und euer Ziel ist einfach, dass ihr diese Level-Up-Events mitnehmt. Nehmt jedes Level-Up-Event mit. Wenn ihr die Rankdowns habt, dann macht sie erst, wenn ihr wirklich wisst, okay, jetzt passiert es gleich danach, dass ihr neuen hochrankt. Nicht, dass ihr schwächer seid oder euer Prestige sinkt für die Allianz-Quest. Das ist ganz wichtig, ne? Nicht, dass ihr euch sagt am ersten Tag, okay, ich rank alles down, dann schaue ich mal, was ich hochrank. Dadurch ist euer Prestige niedriger und eure Allianz hat Probleme, weil eure Allianz-Wertung einfach niedriger ist. Dadurch, oder eure Allianz-Prestige. Nur als Tipp. Und ansonsten guckt einfach, dass ihr die Level-Up-Events, die in diesem Zeitraum kommen werden, mitnehmt. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt es ein 24-Stunden-Level-Up-Solo-Event am 2. März. Und bis zum 31. März sind, glaube ich, alle Level-Up-Events kriegt ihr alle doppelt Rewards. Bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so ist. Bisschen zu komplex geschrieben für mich gerade. Auf jeden Fall, das war's. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie. Haut rein und Augen auf beim Downranken.